In den frühen 1990er Jahren zeichnete sich ein Bedarf an modernen und leistungsfähigen Drehstromlokomotiven für den Güterzugdienst ab. Nachdem die DB im Jahr 1993 die Entwicklung eines solchen Fahrzeuges ausgeschrieben hatte, wurde zwei Jahre später der erste Prototyp fertiggestellt. Von der ursprünglichen Bestellung über 195 Exemplare rief die DB AG 170 Maschinen ab, welche bei ihrer Indienststellung alle dem BW Nürnberg Rangierbahnhof zugeteilt wurden. Neben den Loks der DB AG produzierte Siemens weitere zwei Maschinen für das hauseigene Leasingunternehmen Dispolok. Diese wurden später an ITL verkauft und sind aktuell für Captrain in der markant neongrünen Lackierung im Einsatz. Mit den großen Seitenflächen und dem glatten Dach verkörpert die Baureihe 152 den Lokomotivbau der 1990er Jahre. Diese Gesamterscheinung gibt das neue Pico-Modell im Maßstab 1:87 exzellent wieder. Im Detail wurde großer Wert auf äußerst plastisch wirkende Gravuren gelegt. Weiterhin überzeugt die Lok durch eine Vielzahl von angesetzten Teilen, insbesondere unter dem Lokkasten. Nicht zuletzt dadurch stellt der Bereich der Drehgestelle einen besonderen Augenschmaus dar. Zusätzlich gibt es neben der Nachbildung der Taz-Lagermotoren auch die zweiteilige Abstützung des Lokkastens sowie die extra eingesetzten Bremsscheiben zu entdecken. Mit den enthaltenen Zurüstteilen kann die Lok individuell gestaltet werden. Neben Schneeräumern liegen dem Modell auch Sonnenrollos bei. Darüber hinaus ist die Komplettierung der Pufferbohle durch filigrane Bremsschläuche, Zughaken, Heizstecker und Steckdose möglich. In technischer Hinsicht führt das Modell die bewährte Linie der Pico Expert Serie fort. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen Mittelmotor mit perfekt ausgewuchteten Schwungmassen, welche die Laufeigenschaften zusätzlich kultivieren. Zwei auf den innenliegenden Achsen diagonal angeordnete Haftreifen sorgen für eine verbesserte Traktion und ermöglichen die Beförderung stattlicher Modellgüterzüge. Vielfältige Beleuchtungsfunktionen sorgen bei Dunkelheit für eine stimmige Atmosphäre auf der Anlage und bringen die Lok perfekt zur Geltung. Neben der Führerpult- und Führerstandsbeleuchtung ist auch das Fernlicht mittels Pico Smart Decoder XP5.1 digital schaltbar. Die Beleuchtung, inklusive des fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsels in Rot und Weiß, ist selbstverständlich in modernster LED-Technik ausgeführt. Die Soundausführungen der Lok sind ab Werk mit einem passenden PSD XP5.1 Sounddecoder ausgestattet und verfügen über Pico Train Sound, welche den Spielbetrieb zu einem besonderen Sounderlebnis werden lässt. Neben einer Vielzahl originalgetreuer Lok-Sounds wie Motorengeräusche und Signalhörnern können auch verschiedene Funkdurchsagen abgespielt werden. Ob als Containerzug, mit Kesselwagen oder als gemischte Übergabe. Das Pico-Modell der Baureihe 152 ist das ideale Zugpferd für nahezu jeden Modellgüterzug der Epoche 6.